jetzt wird der Ballroom wieder zur Stierkampfarena, denn wir sehen gleich einen Paso Doble. Da erinnern wir uns, da ist ja der Mann, der Matador, und die Frau, das rote Tuch. Also nach 7 Staffeln Dancing Stars, jetzt sind wir in der 8. weiß das wirklich jeder. Also jeder, oder? Also hier auf jeden Fall jeder und zu Hause auch, wie gesagt, jeder. Außer, ich werde seinen Namen zu seinem Schutz jetzt nicht nennen, ich sag nur so viel, hier kommt Panel 2. Come on! Und Katrin Menzinger. Die Show war okay. Körperlinien waren nicht okay. Die Linien stimmen überhaupt nicht. Ich habe mir eigentlich gedacht, ich habe sehr viel Arbeit dran und insofern kränkt mich diese Kritik natürlich ein bisschen. Komm, ein Stück Fleisch, tanz mit mir. Ich wusste, dass die Geschichte von Paso Doble irgendwas Spanisches ist. Aber das kam mir alles ein bisschen spanisch vor. Komm, Stier. Ich bin das Tuch. Bist du nicht die Kuh? Nett, oder? Du bist das Tuch? Das hat man noch nie mehr erklärt. Ich dachte, da geht es um Torero und die Kuh, oder nicht? Ein Paso Doble ist ein sehr dramatischer Tanz. Was? Natürlich habe ich einen drohenden Blick aufgesetzt und, und dann wird zum Lachen anfangen. Nur dann, naja, dann fühlt man sich jetzt schon ein bisschen verletzt in seinen Gefühlen. Das war gut. Wenn ich ein Stier wäre, gegangen. Panel 2 tanzt an dem Paso Doble. Hier sind Lukas Perlmann und Katrin Menzinger. Panel 2. Lukas und Katrin. Dein Mikro funktioniert nicht, teilt sie euch das einfach. Was hast denn du bitte angestellt mit deinem Oberarm? Du schaust ja komplett beschädigt aus. Das war nicht ich. Spanische Flamenco-Tänzerin. Verdammt. Das war doch sie. Ja. Ihr Schleifpapier hat mich hier gekratzt. Jetzt ist sie nicht nur die Kur, sondern das Schleifpapier. Ja, stimmt. Du hast recht. Aber schön einmal ärmellos. Traust du dich jetzt? Naja, nachdem der Gerd nicht mehr dabei ist, traue ich mich da drüber. Bei den ersten zwei Sendungen hätte ich das nicht da. Ja, das empfiehlt sich auch. Das ist so im direkten Vergleich mit dem Gerhard immer schwierig.
ich dachte schon, diese Verletzungen kommen daher, weil du jetzt generell, muss man dich ja jetzt anders ansprechen. Du wurdest nämlich gestern befördert. Du bist kein Schleifpapier, sondern du bist Gefreite. Ja, Gefreiter. Gefreiter bist du jetzt. Die Dienstgrade bleiben männlich. Die Dienstgrade ist eine Sauerei, finde ich. Frau Hauptmann zum Beispiel. Aber ich bin Gefreiter. Ja, finde ich auch. Du bist Gefreiter. Okay, dann eben ein R. Ist deshalb der Ton zwischen euch beim Training immer so rau oder mögt ihr euch einfach nimmer? Na, das Schöne ist, dass wir eine gute Basis haben. Also wir verstehen uns wirklich gut und da kann man schon mal ein bisschen härter miteinander umgehen. Das verzeihen wir uns. Das braucht es bei uns. Ja, und hinter den Kulissen nennt er sie immer ganz süß Engerle. Also er kann schon ganz lieb, wenn er will. Seit dem ersten Tag. Genau, sie ist kein Engel, das wäre zu viel, aber so Engerl. So ganz so? Engerl. Engerl. Bengal, auf dem Bollasch. Sag, du magst den Paso Doble ja so gern, diesen auch? Ich mag Paso Doble sehr gern. Und dieser Paso Doble war auch nicht schlecht. Paso Doble ist ein schweres Thema. Wir haben von Paso Doble schon sehr oft gesprochen. Es ist sehr viel Kraft und Dynamik in der Musik. Das muss man natürlich interpretieren. Das habt ihr auf jeden Fall gemacht. Das will ich auch nicht bestreiten. Andersrum, vielleicht, wenn ich es von der anderen Seite betrachte, wenn ich viel zu viel mache, dann ist keine Zeit, Spannung aufzubauen. Und in dem her, Katrin, ich würde dir vielleicht raten für die Zukunft, mach ein bisschen weniger, wird vielleicht als mehr wirken. Nicole, ist dir da auch zu viel passiert gerade auf dem Parkett oder war das für dich genau richtig? Nein, ich würde sagen, dein Ausdruck, dein Temperament, die Leidenschaft, deine Chasse-Capes, deine Twist-Turns, so wie du Katrin handhabst, fabulous. War super. Sehr gut. Vielen Dank. Auf jeden Fall spannende Musik, finde ich auch. Zu Fatboy Slim, Paso Doble tanzen. Hat es Spaß gemacht für euch? Ja, also am Anfang war es schwierig, weil wir haben die Musik gehört und haben uns gedacht, na servus. Aber wir haben uns da reingehauen, gell? Also die Katrin ist einfach wirklich eine Zauberin. Die kann mit allem was Wunderbares machen. Mit diesen schönen Worten schicke ich euch nach draußen. Das lasst mal da. Wiederschauen. Lukas Perlmann und Katrin Menzinger. Die beiden brauchen natürlich auch Unterstützung von Zuschauern, denn ohne die Jury schafft es hier kein Paar. 09010 59 09 02. Aufploppen. Du machst vorher mal Liegestützen, weiß ich. Hat sie mir verraten. Bei dir drückt heute ein ganz besonderer Fan die Daumen. Mhm. Dein japanischer Papa ist da. Mein japanischer Papa. Ja, können wir ihn sehen? Ist er da? Haben wir den irgendwo eingefangen? Da ist er, der Isao Takashima ist es. Isao Takashima! Mit seiner Frau, die Kyoko. Hey. Ah, Kyoko? Kyoko, die ist auch da. Kyoko! Ja. Choco, Takashima! Ah ja! Was ist aber nicht dein Ihr schaut euch nicht unbedingt zum Verwechseln ähnlich, würde ich sagen. Heute hätte ich es eh so ein bisschen geschminkt. Geh, sei ruhig, ja. Wenn es finster ist, dann schaut es euch zum Verwechseln ähnlich. Wie kommt es? Also, jetzt ist nicht dein wirklicher Papa, sondern? Genetisch nicht, nein. Ich war sehr viel in Japan in den letzten Jahren. Mit verschiedenen Konzerttourneen, Musicaltourneen, Elisabeth zum Beispiel. Und er betreut uns da immer und dann ist er so der japanische Papa geworden. Also, aber wie ist das? Ihr fahrt da mit einer österreichischen. Also, Elisabeth ist eine österreichische Produktion. Genau. Das ist klar, also die Bühnenbild nimmt man mit. 2007 war das, ja. Da sind wir das erste Mal rübergefahren. Und die singt zu Deutsch? Auf Deutsch, ja. Da gibt es einen Untertitel, die der japanische Papa übersetzt. Sie sind aber da. Genau. Und ja, die wollen das. Also die sind so Wien verliebt, die Japaner. Und die wollen das auf Deutsch dann hören. Das ist ja wurscht, ob du einen Texthänger hast, nicht so wie bei Starman. Aber du kannst auch ein bisschen Japanisch? Hi. Hi, das kann ich auch. Konnichiwa, sayonara, sayonara. Fukuhila. Ja, wir haben dann natürlich immer wieder auf Japanisch auch gesungen. Also so du hast Japanisch gesungen? Genau, ich habe dann eine japanische Produktion einmal gemacht, auf Japanisch, unter lauter Japanern. Link, ja, wie wir sind, haben wir damit gerechnet. Es wurde mir gerade im Mikrofon. Kannst du ein bisschen was Japanisch singen? Soll ich das jetzt machen? Na ja, kurz, ich nehme das ja wieder weg. Yamina hiro garu, hito wa nani mo mienai. Großartig, großartig. Alles verstanden, oder? Nein, ist großartig. Es ist überhaupt keine Japanik aufgekommen hier. Keine Japanik. Wir bitten jetzt. Und die Punkte. Hi, Nicole. 8.
Sehr gut. Thomas. Auch 8. Hannes. 7. Und Bolasch. 6. 29 Punkte. 29. Nehmt euer Wasser mit, ihr werdet es brauchen. Dankeschön.